In der bezaubernden Teilansicht des Domplatzes von Otranto steht die alte Kathedrale, die der allerheiligsten Verkündigung Santissima Annunziata gewidmet ist. Der Bau ist auf der höchstgelegensten Stelle der Stadt erbaut und beherrscht alle Gebäude der Stadt. Die Kathedrale wurde von den normannischen Eroberern im 11. Jahrhundert gebaut. Ihre Geometrie ist die Architektur der apulischen Romanik. Auf der Spitze befindet sich das charakteristische Rosettenfenster, klarer gotisch-iberischer Herkunft, das nach allen Regeln der Kunst des späten 15. Jahrhunderts aus 16 Radien besteht und fein durchbrochen ist. Den Eingang schmückt das Portal in Leciso. Das ist eine Art lokaler Tuff, typisch für den Salento. Es stammt aus dem Jahr 1674 und wurde im Stil des Leciser Barocks gebaut. Der Grundriss und Aufbau der Kathedrale ist basilikaler Art, bei der das Hauptschiff durch Bögen und Säulen aus Granit hervorgehoben ist. Helligkeit und Farben werden durch die anmutige Holzdecke über dem Mittelschiff belebt, die reich mit Gold und Silber verziert ist. Aber wertvollstes Kunstgut, das die Kirche zu bieten hat, ist sicherlich das Bodenmosaik. Das Werk reicht vom Eingang bis zur halbrunden Wand der Apsis, einschließlich der Seitenschiffe. Das Mosaik wurde im Jahr 1163 vom Presbyterianer Mönch Pantaleone hergestellt. In künstlerischem romanischen Geist treffen sich Bilder verschiedener Kulturen und Länder in diesem Werk, als ob sie die uralte Berufung von Otranto darstellen würden, eine Grenzstadt zwischen Morgenland und Abendland. Hier steht auch die Martyrerkapelle, wo säuberlich in Glasschränken aufgestapelt die menschlichen Überreste der heiligen Martyrer von Otranto ausgestellt sind, die im Jahr 1480 von den Türken auf dem Minerva-Hügel enthauptet wurden. Unter dem Dom befindet sich die prächtige Krypta, die zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert unter den Normannen ausgeschmückt wurde. Die Kapitelle, die die Säulen verzieren, beweisen die Kunstgeschichte des Mittelmeerraums und stammen aus verschiedenen Epochen und Orten. Sie wurden dann laut den Traditionen der Romanik genutzt. Die Kathedrale von Otranto ist reich an alten Einflüssen. Sie ist eines der wichtigsten Denkmäler sakraler Architektur im Salento und stellt eine Bilderbuchseite der Geschichte der Völker Europas dar.